Ich muss sagen, 90 Minuten, lassen wir mal die letzte Sekunde außen vor. Ich muss sagen, 90 Minuten eine Top-Leistung meiner Mannschaft. Super reingekommen, haben gute Balleroberung gehabt. Ich finde auch, dass wir sehr gut Fußball gespielt haben, auch von hinten raus und auch immer wieder aus guten, engen Räumen gelöst haben. Was wir aber dann in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht haben, war im letzten Drittel dann auch zu Abschlüssen zu kommen. War der letzte Pass dann auch unsauber oder wenn wir auch über den Flügel durchgebrochen sind. Dann in der letzten Aktion ein Top-Angriff dann auch über die Sechser dann verlagert und ich glaube, dass dann die Halbzeitführung schon verdient war, die wir fabriziert haben. Mussten trotz allem immer mal wieder auf die eine oder andere Kontersituation Acht geben, die Preußen gehabt hatte. Ja, und zweite Halbzeit, war so ein Kampfspiel, würde ich sagen. Wir haben uns reingefeuert in alles, was ging. Und ich glaube, dass wir dann kurz vor der Elfmetersituation die Entscheidung machen können oder müssen dann auch zum 2-0 oder uns auch einfach clever entfalten, dass dann keine Kontermöglichkeit passiert des Gegners. Und ja, dann kommt die letzte Aktion. Ich glaube, es war auch ein Elfmeter. Und dementsprechend ist das sehr ärgerlich, das Ergebnis. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war top. Und die Leistung einfach bestätigen und dass wir einen langen Atem brauchen in unserer Situation, ist klar. Und deswegen ist es, glaube ich, wenn Sie gerade sagen, dass es ein Punktgewinn ist für Preußen Münster, ist das unser größtes Kompliment, muss ich sagen, weil wir das dann auch so annehmen und dementsprechend in zwei Wochen dann gerüstet sind gegen Unterseifert. Dankeschön. Wir haben gesehen, dass Mainz eine sehr gute Mannschaft hat, die nicht nur taktisch gut gespielt hat, sondern auch läuferisch und vor allen Dingen spielerisch sehr gut das Spiel in vielerlei Hinsicht aufgebaut hat. Wir wussten, dass wir kompakt bleiben mussten und bissig in den Zweikämpfen, um den Gegner da in der Offensive auszuschalten. Das ist uns vielfach gelungen, bis auf die ein oder andere Situation, so auch in der 44. Minute für mich. Ja, nichts nachzuvollziehen, dass wir da zu zweit den Torwart anlaufen und dann eine Kettenreaktion von der einen oder anderen taktischen Fehler, der dann zu der Chance führt, wo wir dann noch kurz vor der Halbzeit in Rückstand geraten müssen. Was den Ballbesitz angeht, haben wir natürlich wenig Sicherheit gehabt, leider sehr, sehr viele Ballverluste gehabt und ungenaues Zuspiel, Probleme in der Ballmitnahme und hatten die Chance oder die beste Möglichkeit, sicherlich den Pfostentreffer, um in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit habe ich die Mannschaft eigentlich darauf hingewiesen, dass jeder den Fehler am Ende oder sich an die eigene Nase fassen muss. Ich glaube, das ist in solchen Situationen ganz wichtig. Das hat die Mannschaft auch getan. Ich glaube, wir haben, auch wenn sich das Spiel nicht gravierend verbessert hat, viel versucht, kämpferisch sicher alles gegeben, um im Spiel die entscheidende Richtung zu geben. Es hat lange gedauert. Wir haben viele offensive und taktische Wechsel noch vorgenommen, um den Gegner dann noch in die Knie zu zwingen. Es ist dann am Ende noch ein Treffer geworden. Und von daher, denke ich, geht der Punkt absolut in Ordnung. Dankeschön.